Wir befinden uns jetzt im ehemaligen Munitionsdepot auf dem alten Standardübungsplatz in Oberhinkofen. Hier sieht man schon die Entlüftungsschächte. Die brauchte man, damit die Munitionsdepots immer trocken bleiben. Und jetzt bin ich besonders überrascht, weil hier nicht einmal abgeschlossen ist. Das ist ein relativ kleiner Munitionsbunker, der leer steht. Machen wir hier mal einen Rundgang durch das ganze Depot. Hier ist ein größerer Munitionsbunker, hier sieht man zwei Reihen der Munitionsbunker. Aufgegeben ist die Anlage irgendwann kurz nach der Wende. Auch hier ein offenstehender Bunker. Der Doppeltür ist etwas größer, erkennt man jetzt kaum auf. So, folgen wir mal den Weg weiter. Die Anlage ist mittelgroß. Man sieht hier ein Bunker angereiht und den nächsten. Wann die erbaut wurde, ist mir leider nicht bekannt. Auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ist etwas moderner wie die in Schierling. Auch hier offene Türen. Der hier ist schon etwas stärker verwachsen. Hier sieht man einen von diesen Entlüftungsschächten, beziehungsweise mehrere, damit die Bunker trocken blieben. Hier folgt die zweite Reihe der Bunker, die eigentlich alle hier ziemlich baugleich sind. Hier folgen weitere Bunker, es sind insgesamt 4 komplette Reihen in diesem Munitionsdepot. Die hier sind etwas in den Berg hinabgebaut. Wenn wir einmal hier quer gehen. Hier haben wir eine kleine Meldeanlage. Wahrscheinlich für die Wache diente. Ja, da ist das Telefon sogar noch drin. Hier nochmal ein paar Entlüftungstürme. Und die nächste Reihe, die sich hier immer weiter so fortsetzt.